Du hast gehört, wie gut die tiefe Hocke ist, kommst aber selbst einfach nicht drunter. Ich zeige dir heute verschiedene Tricks, mit denen auch du die tiefe Hocke schaffst. Als erstes hast du die Möglichkeit, dich breiter hinzustellen. Dann geht es gleich viel leichter. Als nächstes, wenn du es nicht schaffst, die Fersen unten zu lassen, kannst du ein Handtuch rollen und deine Fersen auf das Handtuch stellen und schon funktioniert es leichter. Wenn dir das aber noch nicht reicht, dann kannst du etwas Größeres wählen, wie zum Beispiel ein Kissen und das unter deine Füße legen. Oder wenn du noch mehr Unterstützung brauchst, dann nimmst du einen Yoga-Block zum Beispiel oder ein größeres Buch, irgendetwas Höheres, dass deine Fersen da aufliegen können und du kannst es nach und nach reduzieren. Du hast auch die Möglichkeit, dich hinten auf etwas zu setzen, wie hier in dem Video auf dem Yoga-Block in verschiedenen Höhen und immer nur so viel Unterstützung geben, wie du auch wirklich benötigst. Und dann kannst du das auch mit der Zeit immer mehr reduzieren. Eine andere Möglichkeit ist, dir vorne ein Gewicht zu nehmen. Das kann wie hier ein Kettlebell sein oder du nimmst einfach dein Baby und nimmst es vorne in den Arm und dann fällst du auch deutlich weniger um und kannst dich so besser in der tiefen Hocke halten. Hier kannst du auch noch ein Seil oder ein Band, irgendwas nehmen und das zum Beispiel am Tischbein befestigen und dich so in die tiefe Hocke runtersetzen. Dann hältst du es auch besser aus, dich so zu halten, oder du nimmst es sogar als Übungszwecke, dass du damit in die tiefe Hocke nach unten gehst. Das waren jetzt meine Tricks zur tiefen Hocke und im nächsten Video kommen noch Übungen.